Neuer Tag beginnt und hat hier voll cool geschlafen, mit weniger Mückenstiche. Das habe ich gestern gar nicht gezeigt, aber mir ist eine ganz große Scheiße passiert. Und zwar, ich habe hier meine alte Kamera dabei. Ich habe die benutzt, um Blubberblasen zu machen unter Wasser. Das ist alles nass und die Kamera ist jetzt kaputt. Und hier am Bildschirm sieht man auch hier dieses Ding hier. Das ist ein Tropf. Also das ist wirklich reingezogen alles. Das ist richtig ärgerlich, meine alte Kamera. So, wir haben uns entschieden, noch eine weitere Nacht hier zu pennen. Extra, damit wir einen Tag länger haben für diese Tour. Genau, nur aus diesem Grund werden wir dann hier pennen. Und es hat angefangen zu regnen. Das ist hier total klamm und sowas. Das nervt, das drückt hier voll runter. Ich bin ein richtiger Spatzenhirn. So, es hat die ganze Zeit geregnet. Und jetzt hat das aufgehört zu regnen. Also das spritzt jetzt nicht mehr auf unseren Kopf drauf. Und jetzt machen wir einen Rundgang durch Südseecamp. Guck mal, das ist dieser Südseecampsee. Das hier. Das ist ein Südseecamp-Birkenbaumblatt. Südseecamp-Tischtropfen. Südseecamp-Tischtropfen. Das hier, das sind Südseecamp-Rampen. Ich war damals als Kind hier und das war hier viel größer. Da stand noch eine Halfpipe hier und hier vorne stand auch noch eine Rampe. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mit dem Skateboard hier runtergefahren bin und dann volle Kanne auf den Kopf gefallen bin. Das hat voll wehgetan. Das war nicht gut, glaube ich. Südseecamp Hundebad. Südseecamp Schweine gefunden. Oh, hier führt der Heizstuckenweg lang. Das ist der Straßenname von diesem Weg. Dieser Südseecamp Kieselstein, ja. Der hat genau dasselbe Durchmesser wie mein Gehirn. Weil wenn ich meinen Kopf bewege, dann bekomme ich sofort eine Gehirnerschütterung, weil das zu klein ist und da zu viel Durchmesser, Zwischenraum da. Kann ich verstehen. Ja. Kann ich nur bestätigen. Hier haben bestimmt schon ganz viele Leute reingepinkelt. So, jetzt wird angefangen, Essen zu kochen. Genau. Das wird jetzt alles beschnitten. Guckt euch mal an, wie diese Nudeln hier umgerührt werden. Ich hatte die Nudeln umgerührt. Thunfisch mit Nudeln sind voll geil. So, Essen ist fertig. Das in Lutherloh ist mir besser gelungen als das hier. Doch, es muss eine neue passierte Tomatendose her. Glas meine ich. Guten Morgen, nächster Tag beginnt und wir werden heute loslaufen nach Richtung Zolto und wir brauchen Akkus. Und hier sind nur Starkstromansteckanschlüsse, also keine, wo Powerbanks drankommen. Das ist voll scheiße, deswegen konnte ich die ganze Zeit hier nicht laden. Und hier kam auch zu wenig Sonne an. Ich hatte zu wenig Sonnenenergie bekommen. Ich hatte zu wenig Strom. Guck mal, diese Dinger hier meinte ich. Hier können nur Starkstrom angeschlossen werden und keine einfachen Steckdosen. Stecker meinte ich, genau. Das ist voll scheiße. Das heißt, ich konnte die ganze Zeit nicht laden. So, ich habe mir für 19,95 € gerade diesen Klapphocker gekauft. Der ist zwar ein bisschen teurer und ein bisschen schwerer als mein alter, aber Hauptsache, ich habe einen Klapphocker. Der ist 900 Gramm schwer. Ich glaube, mein alter hat so 600 Gramm. War vielleicht 600 Gramm leicht gewesen. Genau, das heißt, ich muss 300 Gramm mehr schleppen. So, wir haben jetzt, wie heißt das Ding? Wir haben jetzt Südseecamp verlassen und wir haben hier dieses Haar wiedergefunden. Endlich einen Fluss gefunden. Es wird aber auch Zeit, dass wir mal einen Fluss gefunden haben. Na ja, gut, wir haben genug Trinkwasser. Guck mal, wenn man diesen Baum hier isst, der ist total ungiftig. Der ist richtig gut und gesund und so weiter. Aber wenn man diesen Baum hier isst, der ist total giftig. Und wenn man einen so einen Happen isst, dann hat man sofort Leberschäden und dann stirbt man vielleicht. Genau, der ist ganz hochgiftig, dieser Baum. Aber dieser Baum, der ist richtig geil und gut. Das sind zwei Nadelbäume. Hier gibt es ganz viele Wölfe hier in dieser Umgebung. Deswegen ist dieser Schild aufgebaut. Ich bin ganz gespannt drauf, ob wir von Wölfen angegriffen werden in den nächsten Nächten. Guck mal, es ist windig. Wenn hier Wind drauf strahlt, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, dann können keine Mücken dran stechen, weil die wegfliegen. Also die werden hier von Wind weggeweht. Genau, deswegen ist es hier gerade mückenfrei. Guck mal hier. Hier vorne ist eine Blindschleiche. Blindschleichen sind schöne Tiere. Ich lasse die mal frei. Hier vorne setze ich die aus. Alter, hier sind überall Mücken, die uns zerstechen hier. Ey, das ist gar nicht klar.
Die meiste Zeit des Weges sind hier überall Mücken. Das ist richtig beschissen hier zu sein. So, und weil wir im Mückenzerstechungswald drin waren und wir die meiste Strecke vom ganzen Halsstuckenweg zur Toll zerstochen waren, hast du jetzt das hier dran geklebt. Ja. An der Tasche. Ja. Genau, für die Autofahrer, damit einer von denen uns Mückenspray gibt. Guck mal, Scheißebecken gefunden. Hier vorne ist Scheißebecken. Das macht genau dieser Scheißegeruch hier. Das verursacht das. Das produziert dieses Scheißgeruch hier von diesen Scheißebecken. Was hier durch die Luft hier weht. Das ist voll Scheiße. Jawohl, das ist so ein richtiger, typischer Heidekreiszug. Jawohl, ja. Yeah. Holzbalken, Holzbalken, noch mehr Holzbalken, Holzbalken, Holzbalken. Hier vorne ist so ein richtig schrecklicher Sandweg. Das ist richtig beschissen, das damit darüber zu schleppen, genau. Das ist eine voll cool Tour, aber die ganzen Mücken, die nerven rum, die stechen uns und sowas. Die sind voll scheiße, die ganzen Mücken müssen weg. So, wir haben eingekauft. Hier ist ganz viel Bier und Fleisch und sowas drin. Und hier sind die restlichen Einkäufe. Und ich habe meinen Pfandbon vergessen. Das heißt, ich muss schon wieder da reingehen, um den Pfandbon hier abzugeben. Weil ich so ein richtiger Dummkopf bin. Ich bin ein richtiger Blödmann. Jetzt wird Fleisch gebraten. Hähnchenfleisch. So, Essen ist fertig. Das ist voll cool, fressen. Ohne Mücken. Endlich, das wurde höchste Zeit. Aber hier ist es leider voll kühl von der Luftfeuchte und ist voll scheiße. Die Nacht war frisch und feucht. Aber hier waren wenigstens keine Mücken und so weiter. Und ich habe heute ganz laute Wildschweingeräusche gemacht. Ich hatte dich so richtig zugeschnarcht heute. Mhm. Da kam so richtig der Wildschwein aus mir raus. Mhm. War das mal ein Rekord gewesen, so ein Schnarchen, Leute? Ja, fuck, Alter. Tut mir leid, wird wieder vorkommen. Guck mal, heute haben wir genau hier gepennt. Direkt hinter dieser Hecke, hier hinter der Schule, so versteckt. Sowas nennt sich Stealth Camping oder Stealth Camping oder wie man das ausspricht. Also verstecktes Camping. Und darauf werden wir jetzt ein Koffein herstellen. Jawohl, Koffein ist fertig. Schmeckt aber schön. Also bevor wir gefrühstückt haben, habe ich hier das hier schon abgebaut. Aber jetzt habe ich das schon wieder ganz schnell wieder aufgebaut. Weil guck mal hier. Da vorne, da sind Gewitterwolken. Und wir haben eben gerade ganz viel Donner und sowas gehört. Und gleich sollte es laut Wetterbericht so richtig regnen. Das wird gleich so richtig beschissen sein. Deswegen habe ich das schon wieder aufgebaut, damit wir uns hier drunter flüchten können. Weil in dieser Schule gibt es keinen Unterstand. Also keinen so einen gechillten Unterstand, meine ich jetzt. Genau.